Er geht short und kommt nicht hoch. Ist halt ein Profi, ne? Ich treffe ihn vielleicht, ne? Richtiger Bock. Naja, guck mal hier. Da guckt er hin. Wo ist er denn jetzt? Ich kann nicht sehen, wo er ist. Wie er labert. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten Overwatch-Video. Ich habe ultramäßig verpennt. Ich konnte nachts nicht so gut schlafen. Hab dann tagsüber halt jetzt mehr oder weniger geschlafen. Daher die Verzögerung des Videos. Wir hoffen mal direkt auf einen fetten Cheater. Wir gucken mal, was jetzt gerade passiert. Die Runde hat eben angefangen. Es steht schon 3-1. Und wir schauen jetzt mal, was er hier treibt an der Door. Okay, er hat einen angefragt, ne? Sobald ich es sehen konnte, hat er den getroffen, oder? Er bleibt stehen, okay. Gut, gut. Das Speck, das machst du jetzt. Ich mache mich bereit, auf die Hälfte runterzuschniedeln, zeittechnisch gesehen. Es scheint zumindest so, als hätte er... ich weiß es nicht. Gut. Es hätte auch noch jemand auf dem Spot drauf sitzen können und er geht einfach schon direkt Richtung Mitte. Und den da unten hat er jetzt auch so ein bisschen... Hat er den jetzt erwartet? Ich will jetzt nichts vorzeitig irgendwie behaupten. Also, Vorsicht. Er geht short und kommt nicht hoch. Ist halt ein Profi, ne? Unter ihm läuft jemand durch. Den hat man jetzt voll steppen gehört, den unten drunter. Also, wenn er jetzt runterspringt, zurecht. Das war eigentlich völlig easy. So, der andere steht in der Grube drin. Also, normalerweise, genau, würde man dann da eher rangehen jetzt langsam. So Stück für Stück rangehen und gucken, ob vielleicht rechts einer steht. Er aimt auch ganz gut rüber, aber guck mal. Nee. Also es muss Warlock sein, habt ihr gesehen? Man konnte ihn noch nicht sehen, noch kein bisschen. Und er hat schon so nach links rüber geaimt, so von wegen, gleich kommt er raus, gleich kommt er raus. Die Ahnung kann er nicht haben, man kann es auch nicht gehört haben auf die Entfernung. Und er hat einfach schon so, ich aim mal nach rechts, um anzudeuten, ich hätte keinen Warlock. Dann, oh, kommt er raus? Nee, oh doch, so. Ich würde sagen, da haben wir schon den Cheat entdeckt. Das war jetzt nämlich sehr, sehr auffällig. Gut, es kann auch in dem Moment noch irgendwie halt Reaktion gewesen sein, beziehungsweise einfach Gefühl, dass da vielleicht doch einer ist und er konnte sich nicht entscheiden. Aber er schießt da jetzt aufs Tor. Ja, okay, okay, ich wollte eigentlich langsam machen. Er hat Warlock. Er hat einfach, ohne ihn zu sehen, mehrfach auf die Door geschossen, wollte ihn so ein bisschen so, ich treffe ihn vielleicht, ne? Richtiger Bock, wirklich. So, der letzte steht Mitte, auf den hat er jetzt ja ein paar Mal geballert, er geht aber erstmal planten. Scheinbar will sich der City einfach komplett verstecken und safen. Naja, guck mal hier, da guckt er hin, wo ist er denn jetzt? Ich kann nicht sehen, wo er ist. Wie er labert, richtiger Lügenbaron. Schauen wir uns die Mitte-Action wieder an. Ah, okay. Den nächsten holt er sich den vielleicht? Nein. So, die Mates rushen auf B drauf und haben auch alle genutzt. Da kommt noch einer von Mitte. Oh, oh. Oh, er ist schon tot. Da ist die Runde auch schon gewonnen. Aber ich würde sagen, dass wir schon genug Evidence gesehen haben. Diese zwei Stellen da auf Mitte, wo er den an der Door klatschen wollte. Und das auf A lang. Da würde ich auf Wall Hack tippen. Das war wiederum normal. Gucken wir mal. Er weiß, oder es schaut so aus, als wenn er eben da links jemanden vermuten würde. Oder ihn zumindest vermutet hat, gerade eben am Anfang. Und ja doch, er aimt da direkt wieder hin. Das ist natürlich Vorsehung. Wegen dieser Sache will ich ihm jetzt nicht speziell was unterstellen, weil man weiß nie, wie der Spieler jetzt gerade denkt. Das hätte auch normal passieren können. Oh, oh, hat auf die Nase bekommen. Er kauft sich direkt wieder ab. Na, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Er geht nach rechts zur Seite und macht nichts. Er macht ziemlich lange nichts. Vielleicht wurde er jetzt gerade gerufen, da will ich jetzt auch nichts hinein interpretieren. Ich hätte gerne noch so einen dritten Punkt, wo ich sage, ja, das ist es. Das war jetzt... echt schwach, ne? Also mit voranschreitender Rundenzahl ohne auffällige Verhaltensweisen fällt es mir immer schwerer, ihn tatsächlich jetzt dann Warlock zu drücken. Ich weiß nicht, ob ich das mit Sicherheit sagen kann. Hat er den jetzt gehört? Also wir können, denke ich, auf jeden Fall von allen anderen Dingen schon mal uns entfernen. Ja, er guckt aber auch sehr bestimmt nach oben, ne? Vorhin kommt er auf B und schaut ganz lange links, weil er den vermutet. Eben rennt er drauf und schaut noch nicht mal hinten auf Plateau. Er kommt einfach sofort hin und schaut hoch in Window. Das ist halt irgendwie... Haben die Mates ihn vielleicht gesichtet, den Feind? Nicht wirklich, ne? Der Mate steht hier auf Mitte. Aber vielleicht ist gerade eben noch einer gestorben, der ihn gespottet hat. Unterstützt das jetzt meinen ersten Verdacht? Oh, wenn er jetzt was durch die Smoke macht, dann haben wir ihn doch mal im Sack. Ne? Er gibt direkt auf und aimt gegen die Wand. Warum hat er das? Was treibt er? Ich würde sagen, das ist jetzt nicht schwierig. Er kann da nur von da unten kommen. Wow. Obwohl er schon sehr drauf war, oder? Oder war an sich einfach drauf für City? Eine echt schwierige Entscheidung, finde ich jetzt. Also, wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass er nicht gegrieft hat. Kein Other External Assistant und Aim Assist war auch auf keinen Fall dabei. Die Runde auf lang und das mit der Door war halt echt auffällig. Ich würde sagen, wir drücken es ihm trotzdem. Das an der Door war auffällig. Er schießt die ganze Zeit drauf, ohne ihn gesehen zu haben und holzt da drauf wie ein Wahnsinniger. Und das auf lang in der Grube. Er schaut nach rechts und in der Grube, der Kerl rückt nach, ohne... in Sichtweite zu sein. Also er war immer noch verdeckt. Und trotzdem aimt er schon so ein bisschen nach links, weil er ihn erwartet. Was sagt ihr dazu? Seid ihr damit einverstanden? Ich meine, ich sende es jetzt ab. Aber seid ihr damit einverstanden oder sagt ihr, du, ich hätte ihn noch mal gehen lassen? Schreibt es in die Kommentare. Morgen ist Silvester. Feiert ihr schön? Werdet ihr richtig hart feiern? Wenn ihr euch zusauft, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr viel knallen werdet, egal ob Böller oder Frau, gebt einen Daumen nach oben. Mit so einer Daumen nach oben Funktion kann man super Statistiken aufstellen. Hallo Leute, bis morgen, Silvester und sowas. Haut ordentlich rein.